Servus und willkommen zu diesem Video. Heute geht es mal wieder um den Stuhl. Ich habe nämlich vor 2 Tagen Post bekommen, auf die ich schon lange gewartet habe. Und ich würde sagen, das schauen wir uns doch gleich mal an. Es gibt ja hier diese Badges. Und die sind jetzt endlich eingetroffen. Die packen wir auch gleich mal aus. Genau, da ist der Brief. Tada! Ich würde sagen, die applizieren wir gleich mal auf dem Stuhl. Sehen nämlich hammer cute aus. Und man soll ja seine Sachen individualisieren. Ich würde mal sagen, der kommt hier hin. Also, oh, der ist irgendwie schön aufgebaut. Back Force weg. Und bam. Oh, das ist farblich doch sehr auffällig. Und die andere Seite. Crazy. Jetzt ist auffällig. Hätte man auch die Originalfarben behalten können. Hätten mit den Originalfarben wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht ausgeschaut. Aber ich finde die Farben auch witzig. Man kann sich die Dinger bestimmt auch nachordern, falls ihm das nicht mehr gefällt oder falls es nicht mehr schön ausschaut. Genau, jetzt sind die alten da. Die kommen jetzt mal weg. Und ich würde sagen, wir gehen noch ein bisschen mehr auf den Stuhl ein, da ich jetzt nach circa einem Monat Benutzung mehr dazu sagen kann, wie am Anfang. Hier ist ja der Regler, der hindert hier die Lordosestütze. Das geht auch gut, da mag ich jetzt auch nichts verstellen. Dann gibt es diesen Wippmechanismus. Da sieht man auch schön, wie die Sitzfläche mitgeht. Aber nur dezent. Das kann man hier blockieren. Jetzt rastet es ein. Und wenn man dann released, kann man natürlich auch woanders in einer anderen Position den einrasten lassen. Hier released man quasi, wenn man die hier fixiert hat, die Armlehnen. Die kann man auch drehen und schieben. Sowie in der Höhe verstellen. Ich benutze eigentlich nicht, dann kann ich weiter unter den Tisch rutschen. Aber wenn ich mir einen neuen Tisch gekauft habe, werde ich es mir dann überlegen, weil der hat eine Aussparung, dass man näher hinkommt und dann macht das Ganze schon wieder Sinn. Deswegen klappen wir den gleich mal wieder weg. Release ist frei, oder? Schauen wir mal. Nass ist er nicht. Genau. Diese Neigung hier, die geht mit dem Körpergewicht ziemlich leicht. Man fällt schon direkt nach hinten. Dafür gibt es hier eine Einstellung, wie schwer etwas geht. Ich habe sie auf die vorletzte Stufe eingestellt. Und manchmal mache ich auch gerne das Maximum, weil dann kann man diese Blockade raustun. Und braucht halt viel Körpergewicht oder Muskelanstrengung, um sie nach hinten zu lehnen. Es gibt am Anfang wirklich eine Muskelkater. Habe ich auch wieder realisiert an manchen Punkten. Kann ich aber definitiv empfehlen, weil das ist ja nicht schlecht, wenn man seinen Rücken in dem Bereich ein bisschen trainiert. Das stärkt wahrscheinlich den unteren Rückenbereich ganz gut. Ich zeige es nochmal, dass man es auch sieht. Den Bereich meine ich. Den unteren Rückenbereich. Hier sitzt der Popo. Und in dem Bereich wird das dann gut trainiert. Das ist so, ich würde sagen, der untere Rücken knapp über dem Steiß, da merkt man es am Anfang dezent. Ich habe wirklich mehrere mit den Beinmuskelkater auf der Seite zu kämpfen gehabt, aber ich glaube, das ist so Gewohnheitssache, das ist mittlerweile auch komplett verschwunden. Also das ist dann kein Kriterium, das ist einfach so, weil der Körper die Bewegung oder so nicht gewohnt ist. Was auch noch cool ist, wenn man so ein CSGO-Schwitzer ist, gibt es hier unten noch so einen Hebel. Das ist die Höhenverstellung. Hier haben wir noch den kleinen Hebel. Das ist die Höhenverstellung. Jetzt ist er ganz oben. Und was es auch noch gibt, ist diesen Hebel. Da ändert sich die Position von deinem Sitzkissen. Das ist ganz cool, wenn man voll hart am CSGO-Schwitzen ist und hängt quasi vorne mehr drüber. Finde ich ganz angenehm. Dann sitzt man ja gefühlt 15 Grad geneigt nach vorne. Und dann sitzt man mit dem Popo plan. Also für normale Positionen nehme ich lieber das hier. Auch wenn ich reinschwitze und mein Kopf im Monitor hängt
die Position ganz angenehm. Hier ist das gleiche wie auf der anderen Seite. Und ich würde sagen, dann war es schon hübsch mit der Position. Die meisten Sachen sind wirklich Learning by Doing. Genau. Und dann sind wir soweit durch. Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Schöne Farbkombi. Ich habe natürlich die Farbkombi ein bisschen versaut jetzt. Aber das ist mir egal, denn dafür stehe ich mit meinem Namen. Dann sage ich danke fürs Zuschauen. Adiletten sind am Start. Und einen schönen Tag noch.